Eigentlich haben wir ja gedacht, wir machen kein Programm mehr. Das Letzte war das Letzte. Eigentlich sagen wir ja auch nach landläufigen Begriff pensioniert. Funktioniert nicht. Ein Chassis, das lottert. Ein Outfit, das blättert. Eine Hand, die zittert. Ein Motor, der stottert. Keine Hinderungsgründe. Nachdem wir uns jetzt frisch liften lassen haben. Geistig. Müssen wir zugeben. Wir haben Spass auf der Bühne. Spass am Spass machen. Und solange sie Spass an uns haben, Spass machen wir weiter. Als Teil von unserer Spasskultur. Fällt dir übrigens auch auf, dass nicht einmal mehr älter werden. Schau unser Publikum an. Frisch geliftet. Mindestens 10 Jahre jünger. Guten Abend, Damen und Herren. Guten Abend. Schön, dass Sie trotzdem gekommen sind. Trotzdem? Trotzdem Alter. Wir sind ja auch gekommen. Wieso sollen die nicht? Es geht ja da schließlich auch um Sie. Eben, es geht heute überall um die Alten. Um Sie, die in der Selbstbedienung den Kaffee verschüttet. Wo sich mit Krücken ins volle Tram hineindrücken. Wo mit dem Stock die Rollstege blockieren. Wegen den Rollbrettfahrer auf dem Trottwart Nerven verlieren. Um Sie geht es in unserem vorläufig allerletzten Programm. Um Sie, die Rentner, die Oldies oder wie die SVP sagt, die AHV-Schmarotzer. Aber natürlich auch um Sie, um die Jungen, um Kids und Teenies, um die wegen unserer Reim im Tram aufstehen und Platz machen. Das ist uns früher einmal beigebracht worden, ja? Gewisser Respekt vor dem Alter. Weißt du, was man heute merkt, dass man älter wird? Wenn es dich anfängt zu stören, dass es im Tram aussieht wie ein levantinisches Lamm. Wenn du vor dem Absitzen am Morgen zuerst musst gratis Papier und Käutschki entsorgen, ohne vernünftige Abfallbehälter, daran merkst du, Leibli, du wirst älter. Und wissen Sie ja was auch noch? Wenn die Kassiererin an der Kinokasse, ohne zu fragen, nur nach einem Blick den AHV-Preis verlangt. Oder wenn du plötzlich statt «Mein Sohn nimmt Platz» sagst,